Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die beauty.at Sommerbox, die übrigens immer noch verfügbar ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bezahlt habe ich 39,90 Euro plus 8 Euro Versand, denn das ist eine Box, die aus Österreich kommt. Da ist der Versand immer ein bisschen höher. Hier soll ein Warenwert von 240 Euro drin sein. Die war auch mal richtig, richtig gut. Hat irgendwie so ein bisschen nachgelassen, hat sich wieder gefangen und jetzt ist die halt immer noch verfügbar. Sonst war die innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft und also ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist da los? Oder haben die die Auflage erhöht? Das ist natürlich auch möglich. Wir haben immer so ein kleines Begleitheftchen, das sind zwei Zettel mit dabei, wo dann auch das Motto draufsteht und ein bisschen auch was zu den einzelnen Produkten. Und bevor man die Box kauft, ist auch unten immer aufgeführt, welche Produkte drin enthalten sind. Und hier haben wir das Motto Summer 2024. Sunshine and Lazy Days. Wir sind perfekt vorbereitet mit einer Vielzahl an Beauty-Goodies für Haut und Haar. Die Summer Beauty Box ist prall gefüllt mit Good Vibrations von allem und allem, was man für einen wunderbaren, endlos langen Sommer braucht. Luxuriöse Gesichtspflege, intelligenter Sonnenschutz, erfrischende Düfte, coole Make-up-Tools oder entspannende Yoga-Sessions. Hier ist einfach alles drin. Na, gucken wir mal rein. Ich mag es ja nicht so gerne, wenn hier irgendwelche Gutscheine drin sind. Mal gucken. Also, wir haben hier dieses Seitenpapier und es riecht halt einfach nach Papier, ne? Okay, ich sehe zuallererst irgendwelche Vitamingummis und ein Heftchen. Und da schauen wir jetzt einfach mal, was sich da drin so verbirgt. Also, als erstes haben wir hier Yoga Vision. Das ist einfach ein Heftchen. Ja, also das ist eine schöne Sache, ne? Da kann man einfach mal gucken, ob einem das so gefällt. Das ist ja auch im Prinzip ein Lifestyle, ne? Da kann man sich ein Stück weit was von annehmen, wenn man möchte. Hier geht es auch um Achtsamkeit, was ich sehr, sehr wichtig finde tatsächlich. Und die vier Lebensziele und so, da steht allerhand drin. Die Frage ist, liest man sich das wirklich durch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie das bei euch so der Fall ist. Und ja, also ich weiß nicht, ob das einen Wert hat oder so, aber das ist hier auf jeden Fall mit drin. Ja, haben wir ein bisschen was zum Lesen. Dann haben wir hier noch irgendwelche Sachen, dass du dich irgendwo anmelden kannst und 10% Rabatt bekommst. Okay, ist für mich jetzt auch nicht unbedingt etwas, was ich preistechnisch aufführen würde. Und dann haben wir noch eine Werbung zu Sonnenpflege. Und dann machen wir jetzt hier mal weiter. Da habe ich von Badagum Vitamin C, drei Gummis sind hier drin, drei Gummis zuckerfrei. Und das scheinen mir einfach Vitamin C, ja 100% Vitamin C ist hier drin enthalten. Das ist eine gute Sache. Man muss halt einfach gucken, dass man nicht zu viel Vitamin C zu sich nimmt, sonst kriegt man wahrscheinlich einen flotten Otto. Aber das steht hier wahrscheinlich auch alles drin, genau, dass du maximal zwei Stück pro Tag nehmen darfst. Und hier sind drei drin. Ne? Hast du für anderthalb Tage was? Und dann hat man noch Vitamin D3. Das nehme ich gerne in Kombination mit Vitamin K2. Je nachdem, ne, lasst euer Blut untersuchen, dass ihr dann einfach auch wisst, inwiefern ihr da vielleicht einen Mangel habt oder eben nicht. Und ja, da sind auch drei Stück drin und zwei sind pro Tag die empfohlene Menge zu sich zu nehmen. Okay, ich hoffe, das war es jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln. Jetzt habe ich Bock auf Beauty. Da habe ich drin von Vinoble Cosmetics ein kleines süßes Säckchen. Das sieht sehr hochwertig aus. Das gefällt mir tatsächlich. Weil irgendwo muss ja auch der 240 Euro Warenwert herkommen. Ne? Da bin ich echt mal gespannt, was ich dann so errechne, wenn ich mir das hier mal so zusammenklamüse. Weil in diesen Zettelchen steht jetzt nicht drin, was wie viel Euros wert sein soll. Genau, hier sind Tübchen drin. Sammy guckt mich auch ganz verwirrt an. Was macht Frauchen da? Und wurde hier sehr eng reingepackt. Und eine kleine Probe, also Vinoble Cosmetics Pure Home Spa Treatment Anti-Aging und Regeneration. Hey du, ich bin dein Vinoble Cosmetics Pure Gesichtsbehandlung für zu Hause. Ich bin deine, okay. Und mache deine sensible Haut glücklich. Das finde ich schön, ich habe eine sensible Haut. Beginne mit dem Cleansing Scrub, damit deine Haut von Hautschuppen und überschüssigem Talg sanft befreit wird.
Genau, dann steht, wie man das machen soll. Dann die Firming Eye Concentrate und dann kommt die Hydrating Depot Cream drauf. Ja, okay, ist eine Marke, die aus Österreich kommt. Da haben wir dann zum einen hier auch in einer wirklich kleinen Probegeschichte 1,5 Milliliter ein Augenkonzentrat. Naja, zum Ausprobieren kann man es machen. Dann haben wir hier auch, wie angekündigt, das Cleansing Scrub drin mit 5 Millilitern. Das ist so eine kleine Geschichte, um das Ganze mal zu testen. Es ist halt wirklich eine kleine Geschichte und wir haben hier die Hydrating Depot Cream mit 5 Millilitern. Vielleicht zum Verreisen eine ganz gute Idee, ne? Aber ja, also ich finde es ehrlich gesagt, es tat nicht weh, das war einfach nur dran gedutscht. Ich bin manchmal eine Mimose, ne? Ich finde es schön, dass wir hier immerhin dann 3 Produkte drin haben, weil es sind halt alles so kleine Größen und beziehungsweise 2 kleine Größen und eine wirkliche Probe. Und ja, das haut mich jetzt aber nicht von den Socken. Auch wenn es süß eingepackt ist. Trotzdem ist es gut, dass es ein Set ist, ne? Also wäre es hier alleine drin, wäre es ein bisschen mehr. Dann haben wir hier ein Produkt von Batiste drin. Das ist das Trockenshampoo 24 Stunden Active. Frischt das Haar und gibt einen frischen Kick beim Schwitzen. Oha! Ich glaube, das werden viele feiern, weil so ein Trockenshampoo ist ja auch wirklich so ein Klassiker, was viele von uns verwenden. Ich verwende es jetzt nicht, weil ich jeden Abend dusche, einfach weil über Tag sich da einfach so viel mittlerweile Sand, Tomatensoße, da ist einfach irgendwann alles drin, was ich kann meinen Tag quasi nochmal erleben. Dann habe ich von Louis Vuitton eine Aftersun-Geschichte, das finde ich auch schön, eine kühlende Feuchtigkeitslotion. Sowas mag ich sehr gerne, 75 Milliliter. Achso, und es wird immer wieder mal gefragt, was ist da eigentlich für ein MHD hinten drauf? September 2025, also da hat man wirklich noch über ein Jahr seine Freude mit, ne? Da muss man sich keine Gedanken machen. Dann haben wir hier von, das ist witzig, das hat meine Freundin letztens auch verwendet, von Nivea Luminous 630 okay, Anti-Spot CC Fluid SPF 30. Nein, das ist ja interessant. In der Farbnuance Medium, das wird mir zu dunkel sein, Leute. Das ist eine Creme mit Lichtschutzfaktor 30. Du wirst dir das niemals so dick auftragen, dass du auch wirklich Lichtschutzfaktor 30 erreichst. Das glaube ich nicht. Weil du müsstest dir davon ja quasi, also fürs Gesicht komplett einen kompletten Finger auftragen. Oder sogar 2 müssten das mittlerweile sogar sein, was da halt auch, ne, genommen werden sollte. Also ich glaube, das ist ein bisschen krass. Und Medium, das sieht ja ganz verrückt dann im Gesicht aus. 40 Milliliter haben wir hier immerhin drin. Das finde ich gut, ne? Ich glaube, meine Freundin hatte das in einer... die hatte das ungetönt. Die hat das ja auch abends verwendet, ne? Genau. Aber hier ist Lichtschutzfaktor 30 drin, was ich per se gut finde. Aber vergesst bitte nicht trotzdem, Lichtschutzfaktor aufzutragen. Das ist wirklich wichtig. Dann gibt es hier von Rausch etwas... ein Aftersun-Shampoo, das finde ich cool. Mit Weizenkeim repariert das Haar. Kommt wohl aus der Schweiz. 40 Milliliter sind hier drin. Das ist eine gute Reisegröße, ne? Wenn man jetzt so auch im Sommer verreist und Richtung Sommerurlaub denkt und so. Das mag ich gerne leiden. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das werde ich auch mal ausprobieren, auch wenn ich jetzt eigentlich im Sommer nicht mehr so vorhabe zu verreisen. Dann haben wir, das feiere ich sehr, eine Lippenpflege von Ataya drin. Und zwar mit Lichtschutzfaktor 30. Ich habe einen Ring verloren. Wo ist er hin? Das glaubt mir jetzt keiner. Also ohne Flachs jetzt, ne? Der ist hier in meiner Leggings. Daumenring wiedergefunden. Okay, alles wieder im Lot. Jetzt kann ich weitermachen. Ja, manchmal sind meine Gedanken vollkommen durcheinander. Okay, also eine Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor 30, mit Shea-Butter und Vitamin E. Das ist so fantastisch, denn Sonnenbrand auf den Lippen ist nicht angenehm. Und deswegen, ja, verwende ich jetzt auch immer schön Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor, wenn ich draußen bin. Ne? Das ist großartig. Ne? Das feiere ich gerade sehr. Dann haben wir hier von Annie was drin und das ist so eine schöne Farbe. Caribbean Blue ist hier die Farbbezeichnung von diesem wunderschönen Nagellack. Das finde ich wundervoll. Das mag ich gerne. Das ist toll. Dann habe ich hier von Vardes etwas drin enthalten. Edelweiß White and Protect Fluorid. Eine Zahnpasta. 5 Milliliter sind hier drin, aber... es ist halt eine schöne Reisegröße. Okay, das müssen wir jetzt einfach mal kurz festhalten. Das läuft jetzt im September ab. Das heißt, man sollte das dann auch wirklich verwenden, ne? Sollte man zusehen,
Ist halt ein winzig kleines Tübchen, 5 Milliliter sind nicht viel. Aber wenn man halt wirklich so einen Wochenendtrip hat oder so, ist es, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Ist okay, ist okay. Es ist Zahnpasta, Leute. Dann habe ich von Yves Saint Laurent die Lash Clash Mascara hier drin. Die müsste ich in der Originalgröße noch letztens von Emmy geschenkt gekriegt haben. 2 Milliliter sind in dieser Mascara drin. Ich finde das schön, dass wir hier eine Mascara drin haben und ich feiere das auch immer wieder. Und das sage ich auch immer wieder, ne, wenn ich die Unboxings mache, dass es absolut sinnvoll ist, eine Mascara reinzupacken, Primer reinzupacken, transparentes Augenbrauengel oder transparentes Puder in Boxen reinzupacken. Weil das sind halt so Sachen, die die Leute halt einfach auch verwenden und die nicht so super häufig in Boxen finden. Und ich persönlich freue mich über diese Mascara. Wie gesagt, habe sie noch in Originalgröße da. Das heißt, die Originalgröße davon kommt jetzt postwendend in meinen Full-Face Beauty Boxen rein. Das ist ein Format, was ich drehe, je nachdem, was halt so immer eintrudelt. Ne? Und wenn ich dann quasi genug Produkte zusammen habe, dann mache ich da einfach ein komplettes Schminki und zeige euch, wie die Produkte so performen. Und hier habe ich ein 4711 Aqua Colonia Fresia and Mask. 8 Milliliter Eau de Cologne. Die riechen ja wirklich irre gut. Aber die haben leider keinen Sprayer. Wenn das jetzt ein Produkt wäre, was einen Sprayer hätte, würde ich das auch gerne mal ausprobieren. Aber ich finde dieses zum Schütten so blöd. Das mag ich einfach nicht. Also das haben die echt doof gemacht, muss ich wirklich sagen, ne? So schaut das aus. Und ich glaube, wir haben jedes Mal, wenn diese Box bei uns eintrifft, auch einen 4711 Parfum drin, oder? Jo. Umhüllend. Okay, ein umhüllender Duft. Hört sich gut an, auch hier von Fresie und Moschus. Das hört sich auch gut an, finde ich persönlich. Und ja, aber das werde ich dann demnächst mal verlosen. So, etwas, was ich aber hoffentlich verwenden kann und jetzt mal austesten werde, ist das Love Me Eau de Parfum bei Dr. Me. Da haben wir drin 10 Milliliter und das hatte ich auch schon gesehen. Ich hoffe, dass wir hier einen Sprayer haben. Das wäre auf jeden Fall eine feine Kiste, Leute. Ne? Das können wir mal uns eindüfteln. Ich finde es auch, also nach wie vor, ne, sehr, sehr interessant, dass die Box halt noch verfügbar ist. Jetzt drehe ich gerade am 15.06. Jo, das ist mit einem Sprayer. Das ist ja cool. Sieht natürlich jetzt nicht wunderschön aus, diese Fiole, ne? Aber es ist halt praktisch, dass es ein Sprayer ist. Hm. Hi. Lassen wir das kurz mal wirken. Aber es hatte schon direkt, als ich hier auch so dran gerochen habe, was Blumiges. Das ist sehr, sehr blumig, hat aber auch noch eine süße Komponente mit dabei. Und, also da ist auch irgendwas Patchouli oder Moschusmäßiges drin. Ich blende euch gerne mal die Duftnoten ein. Den Duft mag ich sehr gerne. Das ist ein wirklich schöner Duft. Der ist auch pudrig. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ich da jetzt zu sehr dran riechen würde, würde ich niesen, denke ich mal. Aber definitiv ein toller Duft, den ich jetzt auch gerne tragen werde. Oh, ja. Also am Anfang sehr zitrisch tatsächlich. Aber dann kommt das Blumige raus, dann kommt das etwas Wärmere raus. Den mag ich. Also der ist gut. Doch, das ist definitiv ein Duft, den man sich mal angucken kann. Achso, den lasse ich hier draußen. Der kommt dann gleich direkt zu meinen Parfums. So, etwas, was wir auch häufig hier drin haben, ist etwas von B-Oil. Das Hautpflegeöl, spezielles Pflegeprodukt für Narben und Dehnungsstreifen. Ich mag es einfach. Verwende das auch immer wieder, ne, dass ich mir quasi ein Öl auf meine Oberschenkel gebe. Von Knie bis Hüfte, 60 Milliliter sind hier drin. Mir hilft es einfach. Ne? Also ich habe jetzt nicht durch die Schwangerschaft, sondern halt durch das Wachstum, was ich damals hatte, durch das schnelle Wachstum, sehr krasse Zebrastreifen bekommen. Und ja, die sind jetzt mittlerweile natürlich verblasst. Ich bin die Einzige, die es wahrscheinlich noch sieht. Aber ich pflege es halt und habe einfach das Empfinden, dass ich damit meiner Haut was Gutes tue. Und ich freue mich da halt drüber. Ne? Also das ist dieses Produkt. Und ja, habe ich auch schon ein paar Mal leer gemacht. Kann man definitiv machen. Gegen Narben ist es halt auch immer eine ganz gute Sache, weil du damit die Haut geschmeidiger machst und das hilft schon, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir zum letzten Produkt in der Box. Das wäre wirklich jetzt 240, da muss das Parfum wahrscheinlich super teuer sein, oder? Das wie ein Noble Cosmetics Set, keine Ahnung. Hier habe ich auf jeden Fall eine weiße Verpackung. Oh, Parfum de Mali Delina. Hallo, Body Cream. 50 Milliliter. Ich mag den Duft sehr gern. Ich habe den auch in einer kleinen Größe da. Den habe ich mal mir bei Parfuri bestellt. Und das finde ich cool. Das ist wirklich cool. Sowas wird auch nicht günstig sein, weil das ist ein super teures Parfum. Ich wusste nicht, dass die halt auch so eine Body Lotion mit sowas haben. Yeah. Also das freut mich gerade. Komm, das probieren wir jetzt auch mal aus. Ich habe zwar jetzt echt den Duft von dem anderen auf mir drauf. Ei, das ist cool.
Das hatte ich so gar nicht gesehen. Also ich mag den Duft. Auch der ist sehr, sehr floral, aber auch pudrig. Und ja, und Parfum de Mali, also auch dieses Delina, das sind Nischendüfte, ne? Die sind super teuer. Oh, das mag ich. Da kommt auch ein bisschen was Fruchtiges jetzt hier tatsächlich mit raus. Ich mag's, aber sehr pudrig vor allem, ne? Also, da freue ich mich gerade richtig derbe drüber. Das ist cool. Ihr Lieben, das ist jetzt einmal die Box gewesen. Ich habe jetzt ja quasi 39,90 plus 8 € für diese Box bezahlt und diese Produkte bekommen. Ob sie jetzt wirklich einen Warenwert von 240 € haben, möglicherweise. Ob sie einen Warenwert für mich haben für 240 €? Nie. Also die Produkte hätte ich mir bei weitem nicht für den Preis gekauft. Ich freue mich aber mega, dass ich halt das hier mit da drin habe. Ich freue mich über den Duft. Ich freue mich über das Bee-Oil. Ich freue mich über das After Sun. Ich freue mich über das hier drüber, hier drüber, hier drüber. Ich freue mich wirklich über vieles hier in dieser Box. Also schon sehr schön gestaltet. Sie hätte natürlich etwas praller gefüllt sein können. Ich freue mich, dass wir weniger Nahrungsergänzungsmittel hier drin haben, weniger Zahnpasta und mehr brauchbare Produkte. Was meint ihr zu der Box? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, sie ist noch verfügbar, ist in der Infobox verlinkt, ne? Und ja, dann wäre es das hier gewesen, ne? Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!